Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu The Last of Us Part Nummer 2. So, wir sind hier im Krankenhaus. Hat einiges zurückgelassen. Das alles ist vor 2 Jahren geschehen. Komm schon. Da muss doch irgendwas sein. Ich wahrscheinlich gleich wieder einen Herzinfarkt wegen so einem Scum-Show, weil mein Mikrofon Was ist ist das? genau dafür, also mein Headset ist genau dafür erschaffen worden. Ich bin nämlich mit dem Last of Us 2 PlayStation Headset, wo ich mir gekauft habe für 100 Euro. Ist ein geiles Headset, nur wie gesagt, das Audio gefällt mir jetzt nicht so. Vielleicht kann man das ändern, vielleicht nicht, muss ich mal schauen. Ich hoffe, das stört euch jetzt weniger, weil. Wie ich sag, mein anderes Headset, das geht jetzt, kann ich leider jetzt gerade nicht benutzen. Und mit dem Headset ist es auch richtig geil, weil du hast irgendwann mal, du hast halt wieder Angst, ne? Und du erschrickst auch öfters. Das ist ja auch was. Das ist dafür geschaffen, ist. Oh, wir haben was gefunden. Firefly. Ist das eine Kassette oder was ist das? Die meisten sind schon weg. Ah. Ich weiß nicht, welcher Gruppe ich mich anschließe. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige... Ellie! Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen? Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott.
Fass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Dina? Jesse? Wo bin ich da? Dina? Jesse? Wo sind die zwei? Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so.
Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Du musst die Tür von uns verriegeln. Okay. Hole mir Tommy. In den nächsten 200-300 Folgen von The Last of Us Part 2. Los geht's. Auf deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also... Wir sollen in der Stadt trocken bleiben. Okay, hoch mit dir. Okay. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich erzählt, dass du es wusstest. Hast du das? Meinte ich nicht. Das Aquarium eine Wurfbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause. Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Dina sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Sperrt. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Versuchen wir es. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Jo, mach dich mal nicht so breit hier. Gibt's irgendwas zum Nehmen? Ja, da haben wir doch was. Hilfst du mir mal? Natürlich helfe ich dir. Wo bist du? Hey, 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 wo bist du? Hey! Jetzt ohne Scheiß, wo bist du? Da. Okay. Ah.
Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hör zu. Sie sagt es dir sicher, denn... Ist für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Sich in dieses Gebiet, warten auf die Einheit, und dann machen wir die Scouts klar. Letztes Mal... Das wird nicht wie letztes Mal. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Das ganze Ufer ist gesichert. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Hey, ich hab Vertrauen. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Denk lieber dran, was ist, wenn wir es schaffen. Oh Gott, mein Herz. Bitte. Oh Gott, bitte. Du musst das doch nicht tun. Okay, okay. Hey. Nicht. Bitte nicht. Nochmal. Das dürfte reichen. Scheiß Wurfs, Mann. Ich schieß mit dich. Sie führen Krieg mit dem verdammten Kult. Ich hab sie drüber reden hören. Seraphiten oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Durchgang für dich, Durchgang für mich. Was zwecklos war. Hey, nicht ganz. Da hinten ist noch was. Was ist das? Okay, Alkohol. Stell mir noch mal was her. Perfekt. Dann kann es ja weitergehen. Beides da, ja. Da gehe ich mal kurz hoch. Oh ja, da liegt irgendwas. Outdoor Sportsman.
das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment, was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Ich wurde zur falschen Zeit geboren, Mann. Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Ich denke mal schon. Ich meine, ich dachte, es ist ein cooler Typ, sag ich mal. Ein netter Sozialer, was weiß ich. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Dann müsste das wohl. Okay. Wohin jetzt? Ich hab keinen Plan. Hey, vielleicht gehen wir mal da hoch. Sieht doch schon besser aus. Na also. Kann man da rein hier? Ja. Muss man wahrscheinlich auch. Oh Gott. Mist. Was sind das für Scheißviecher? Was ist das? Ich ja. Hoffe doch. Ich glaub schon. Scheiß Viecher, ich sag's dir. Weiter geht's. Wohin jetzt? Okay, das war's. Aus wie eine Sackgasse. Ja. Ich. Okay. Dann gehen wir zurück. Los, Team Jackson. Was für verfickte Arschlöcher. Formuliert. Team Jackson, das sind wir. Hier lang. Okay. Nach dir. Gut.
Warten wir mal schnell auf unserem Chassis. Du kommst da durch? Natürlich komme ich. Ich wäre gekommen, weißt du. Du gesagt hattest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Naja, hiermit beende ich erstmal die Folge. Was schön, dass ihr dabei wart. Man sieht sich in der nächsten. Ciao.